Heute, was geht ab, Leute, hier? Muss endlich mal wieder was für Hongs Tour machen. Also die Tage vergehen in letzter Zeit sehr schnell. Ich habe echt lange wieder nichts gemacht. Ich weiß noch, Anfang des Monats haben wir gestartet mit Tour Nummer 3. Und Tour Nummer 2, das sind die Bilder. Ein paar Bilder, da laufe ich auch schon ewig hinterher von Tour Nummer 2. Ich habe ja einen Typen, was, und, oh, Digga, ihr wollt es gar nicht wissen. Zusammengefasst, jetzt ist es schon 2 Wochen her, wo er mir geschrieben hat, dass er es übernimmt. Und er hat mir geschrieben, nachdem ich 2-3 Wochen schon gewartet habe. Sprich gesamt 4-5 Wochen schon, dass ich darauf warte, dass er kurz was macht an den Bildern. Und davor habe ich darauf gewartet, dass die Freundin von dem Kollegen, die die Fotos gemacht hat, die Fotos an uns schickt. Also das ist Tour Nummer 2. Und Alter, gefühlt schon 2-3 Monate laufen wir diesen Bildern hinterher, damit die da eingefügt werden. Das ist echt Horror. Aber ich muss auch sagen, jetzt, wie gesagt, ich habe diesen Monat auch geschwächelt. Nicht viel gemacht. Wir haben Design-Influencerin am Start. Der muss ich noch verhandeln. Aber auch sonst, tourtechnisch, Tour Nummer 3, Rätseltechnisch auch sehr schwach. Ich will mal die Jungs eine Tour testen lassen. Also Tour Nummer 2, wenn die Bilder fertig sind, können wir die testen, einen Livestream machen. Davon dann Behind-the-Scenes, Fotoshoot und sowas. Und dann halt mit der Influencerin, wenn wir uns hoffentlich einigen können, da dann was machen. Und dann irgendwo, irgendwie muss ich auch noch halt Tour 3 mit einbeziehen. Aber ja, man lässt es schleifen. Was soll man machen? Bitcoin läuft immer noch gut, keine Angst, Leute. Ich muss sagen, ich bin sehr stolz auf euch. Heute ist Montag, Feiertag. Wie gesagt, ich habe vollkommen verplant. Die Tage, das Wochenende vergingen schnell. Checkt die Videos ab, waren ein paar coole Videos. Gute Zeiten, gute Vlogs mit dabei. Aber ich bin auf jeden Fall sehr stolz auf euch, Leute. Denn Montag ist immer der Tag, wo das Geld reinkommt von den Referrals. Und da hat sich nichts geändert. Klingt nicht so gut, aber es ist gut, weil der Crash ist runtergegangen, Leute verkaufen, Paper Hands, die keine Ahnung haben, die schwach sind und verkaufen. Und mein Referral ist sogar ein bisschen gestiegen. Sprich, von meinen Leuten, die meinen Link benutzt haben, um auf Cake sich zu registrieren und da Geld investiert haben, keiner von denen hat verkauft. Und das muss ich sagen, sehr gut, richtige Entscheidung. Ich bin sehr stolz auf euch. Perfekt, so muss sein. Konstant. Weiter die Renditen mitnehmen, der Wert sinkt, aber ist egal, die Rendite und die Anzahl, das ist wichtig, die Anzahl steigt weiterhin und dann, wenn der Wert auch mal wieder steigt, dann ist wieder saftig, aber bis dahin kein Problem, alles gut, deswegen, Kurs geht raus, Respekt, perfekt, alles gemacht, ich gehe jetzt irgendwas essen, aber ich habe noch keinen Plan, was. Keine Ahnung, was ich damit machen muss, aber ich mache mir das jetzt zu essen. Kuss geht raus, Kogo, Rabattcode super saftig, weil ich habe meine Maske vergessen und ja, ohne die kann ich nirgendwo hinfahren. So ist das. Übrigens gestern im Livestream, der nicht ganz so funktioniert hat bei der Geisterfrau, hat auch ein Zuschauer, ich weiß jetzt nicht mehr wer, geschrieben, dass er saftig bei Kogo bestellt hat mit unserem Rabattcode, der noch ging. Also Kuss geht raus, vielen Dank für den Support und ja, schauen wir mal, was ich damit mache. Ich will es einfach nur anbraten. Ich hoffe, das funktioniert. Oh mein Gott, dann muss ich das abtupfen erstmal. Ich hab's angebraten, bisschen Soße drauf, die wir noch von dies und das hatten und noch den Käse, den Steve mitgebracht hatte für seine Burger, African Burger. Und jetzt schauen wir mal. Also ich weiß nicht, ob man es einfach anbraten kann oder ob man es kochen muss oder so, aber ich denke mal schon. Ja, safe. Das ist so eine Art geschnetzeltes, auch schon vorgewürzt. Kann man auf jeden Fall machen. Mit ein bisschen Gemüse, dies, das. Aber sonst okay. Sehr fleischähnlich. Hat Potenzial. Kogo, Alter. Ich hab Pancakes bekommen von der Nachbarin. Beste. Und eine Banane hatte ich noch am Start. So kann man überleben. Ohne Maske. Ich habe euch mal erzählt, ich habe was zugeschickt bekommen.
kooperationsmäßig. Eigentlich kriege ich nur das Produkt umsonst, aber trotzdem. Ich habe einen Rabattcode HUNG21. Dafür gibt es sogar 15% Rabatt. Und das ist das. Hat Tati auch schon gesehen. Er meinte, Digga, das ist doch ernst geil. Ich so, ja, finde ich auch. Sonst hätte ich es ja nicht angenommen. Hier die ganzen Bausteine. Dann kannst du dir irgendwie dein Gesicht oder ein Foto einscannen lassen und dann kannst du es irgendwie nachbauen, weil die dann irgendwie das dann, keine Ahnung, ausrechnen, was weiß ich. Ja, das ist doch riesig, Mann. Ich dachte, ich krieg ein so eine Platte, aber das ist doch ein Hammer. Soll ich nur noch abchecken, wie das geht? Das war die Schere. Okay, war ganz leicht. Du musst auf die Webseite gehen, Foto hochladen, erst den Code angeben, den hast du auf der ersten Seite von der Anleitung. Und dann kriegst du halt sowas hier. Die Anleitung und je nachdem kannst du es dann bauen. Das hier ist, glaube ich, zum Festkleben, damit du es befestigen kannst. Und die sind, damit du die einzelnen vier Teile, glaube ich, hinten befestigen kannst. Eigentlich genau wie Lego. Schauen wir mal, ob ich das heute noch hinbekomme. Seid gespannt. Hong 21. Eigentlich ganz leicht, Leute. Auf den Dingern steht immer genau, was das ist. Und hier musst du es einfach kopieren. Die Felder sind dann alle durchnummeriert und sortiert und man muss es einfach nur nachbauen. Ich bin nur gespannt, wie es halt tatsächlich aussieht, ob man da dann irgendwas erkennt, weil die Steine sind schon relativ groß. Ist ja wie kleiner und feiner. Aber erinnert mich an Art Attack. Kennt ihr noch Art Attack? Da hat der auch immer irgendwas gebastelt und dann am Ende hat man erst erkannt, was es geworden ist. Immer so ein Riesending. Und du denkst dir, hä, was macht der Kerl, was macht der Kerl? Und dann hat man es gecheckt. Also ich habe 2/4 geschafft. Also das Ganze von den 4 Dingern ergeben zusammen das Bild. Und alle 4 Dinger sind nochmal geteilt in 4 Teile. Das heißt, von einem Ding habe ich die Hälfte geschafft. Also das kann auch eine Weile dauern. Also das kann sogar noch sehr, sehr lange dauern. Je nachdem, vielleicht haben die Jungs mal demnächst Bock. Ich glaube, Tati hat mega Bock auf sowas. Dann können wir das vielleicht vollenden. Ansonsten folgt den Daily Vlogs und ratet mit, wie lange ich brauche. Wahrscheinlich bis Ende der Woche. Jo, das war's auch schon. Heute ist nicht viel passiert. Rabattcode HONG21 für Bilderpuzzle Mosaic. Sonst habe ich hier ein bisschen was versucht zu essen mit den Kokosachen, die wir noch über haben. Ich muss sagen, das haben wir noch über. Aber das habe ich keine Ahnung, wie man das zubereitet, was man damit macht. Und das habe ich auch keine Ahnung. Aber ich habe wieder neue Sachen bestellt. Wir sind nicht mal gesponsert oder nicht offiziell. Ich weiß nicht, wie die Lage gerade ist, aber ich habe es privat jetzt einfach gekauft, weil, ja, ganz ehrlich, wir können es uns leisten und wir haben halt, das hier war halt eine Box vom Februar und da haben wir halt echt lang nichts dafür gemacht und dann eigentlich war jeden Monat müssen wir dies und das machen, bestellen dies und das, kriegen dafür dies und das und machen dann auch in dem Monat dann Posts und Videos und dies, das. Haben wir aber dann nicht gemacht, ist nie dazu gekommen und dies, das und dann hat sich so ausgefisselt, wisst ihr, was ich meine. Aber nicht so schlimm, deswegen, ich habe eine fette Bestellung gemacht, Rabattcode super saftig, klappt immer noch und ja, dann gönnen wir uns privat wieder ein bisschen was, auch Snacks und so mal wieder, weil die haben echt krank viele neue Sachen. Da habe ich einfach alles mal bestellt, was wir noch nicht hatten und ein paar Highlights, die immer gut geschmeckt haben und ja, trotzdem Kuss geht raus an Pigan von Kogo. Zu krass, wie es bei denen läuft. Euch noch einen schönen Abend, schönen Tag. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Check die Views ab, folgt uns auf Instagram und Twitch. Jeden Freitag sind wir hoffentlich live. Ansonsten natürlich weiterhin in Bitcoin investieren. Elon Musk hat wieder irgendwas getwittert. Positives. Preis ist wieder ein bisschen gestiegen. Dementsprechend, wer eingekauft hat. Das war's von mir. Ihr wisst Bescheid. See you in business und ciao.